Hallo, ich bin die Christiane und wenn ihr wissen wollt, warum Hörgeräte nicht nur etwas für alte Leute sind und auch schick aussehen können, dann bleibt kurz dran. Ja, Radler macht glücklich, auf dich, so soll es sein. Nachdem bei uns die Schwerhörigkeit in der Familie liegt und Lea als drittes Kind dann in der Uniklinik untersucht wurde und festgestellt, dass sie sogar an Taubheit grenzend schwerhörig ist und man uns wenig Hoffnung gemacht hat, dass Hörgeräte überhaupt funktionieren würden, haben wir es natürlich trotzdem versucht und ja, knapp 2 Wochen später begann sie sogar ihre ersten Worte zu sprechen mit etwas über einem halben Jahr und ist seitdem auf einem richtig guten Weg und von Normalhörenden sprachlich kaum zu unterscheiden. Also Hörgeräte sind ein wahrer Segen, wenn es rechtzeitig erkannt wird und angepasst wird. Weil die Hörgeräteanpassung bei Kindern ein wenig herausfordernder ist, gibt es dafür eine spezielle Ausbildung, das sind die PET-Akustiker. Wer darüber mehr wissen will, kann gerne einen Termin vereinbaren unter rottler.de.